Lass das Ding laufen? Das Video ist schon. Das ist Wahnsinn, ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Sein Stress. Ich bin fix und fertig. Ja, läuft. Hallo Mike. Hallo Manuel. Ja, jetzt geht's los. Die sechste Folge schon. Ja, das ist wirklich Wahnsinn, ne? Eine Folge nach dem Jubel. Schlag auf Schlag. So sieht's doch aus. About Schmidt Show, Folge 6 mit Antrag. Und neu. Und ja, so sieht's aus. Und heute hast du dich ein bisschen luftiger angezogen. Ja, ist ja ganz schön heiß hier in deiner Junggesellenbude hier unterm Dach, ja. Bin ich jetzt mal froh, dass wir. Komm, wir machen gleich mal ein Bier auf. Ich hab echt Durst. Ich hab heute aber auch wirklich einen Durst. Ich hab irgendwie. Also ein Beck's Gold. Mhm. Worauf spielt das an? Ja, also, keine Ahnung, auf die goldenen Zeiten. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Weil dieses normale Beck's, was man kennt, dieses grüne, dieses Ur-Beck's sozusagen, das ist nicht so mein Ding, weil da kriege ich immer so. Ich kriege Gänsehaut. Ja, echt? Ja, es ist, das ist irgendwie. Ist jetzt auch nicht mein Lieblingsbier, aber. Ja. Aber egal. Nein, ich habe Cocktail bekomme ich. Ja, auch schon bekommen, aber nur wenn es frisch gezapft ist. Das ist erstaunlicherweise ein Bier, das gewinnt in der Flasche. Ist ja auch eigentlich ein Flaschenbier für den Export gemacht, ne, in den USA, ne? Bremen. Aber wer kommt aus Bremen? Nicht nur Beck, sondern auch. Ja, wer kommt denn aus Bremen? Jan Böhmermann. Jan Böhmermann. So, und wir waren ja gerade letzte Folge, Prost. Und. Der Böhmi ist natürlich auch ein Goldjunge, ja. Deswegen habe ich hier das Gold genommen, ja, der Böhmi. Ne, wir waren ja stecken geblieben bei den Sidekicks. Was ist ein Sidekick? Und Sidekicks vor Antrag. So, dann kam Antrag und dann kam Pocher, aber der ist ja Thema der nächsten Folge. Vielleicht kommen wir ja heute noch ein bisschen dazu. Könnte gut sein. Und aber dann kamen noch andere Sidekicks. Und zwar, das war ARD-Zeit auch. Ja, also 2007 bis 2009 war Pocher, Schmidtl-Pocher, so. Das wäre ja noch schlimmer gewesen, Pocher und Schmidt. Ja. P&M, nein, M&P. M&P, S&P. SAP sozusagen. SAP, ja. Schmidt and Pocher, SAP. Nein, und dann kam so quasi ein Kessel Buntes. Ein Strauß. Der von allem ein bisschen. Von allem ein bisschen, ja. Eine sehr, sehr, sehr intelligente und auch sehr, 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 sehr hübsche Frau, Katrin Bauernfeind. Ja. Findest du sie auch geil? Kann ich das sagen jetzt hier? Ja, wir sind doch unter uns. Ja, doch, die ist schon. Ja, das ist Mutter mal. So. Also für mich die Marilyn Monroe, der Moderatorin. Ich heute Abend nach Hause komme. Ja, was ist denn das? Du kannst ja. Nein, deswegen musst du nicht untreu sein oder echt. Nee. Ist ganz rot. Nein, ja. Tatsächlich. Aber, ey, ist ja nicht verliebt wieder, oder? Katrin. Nee. So. Mike. Auf jeden Fall, Katrin Bauernfeind, die haben sich so abgewechselt. Ja, also, jetzt noch, nee. So. Nee. Das ist jetzt bis zum Ende der Folge, kannst du das vergessen. Ja, es ist ja ein Podcast, man sieht die Farbe. Ach so, das noch bei YouTube natürlich. Ja, aber das guckt ja keiner bei YouTube, das hört ja alle bei Spotify. Ja. Nein, also Mike ist noch hinter den Ohren rot. Nicht grün, sondern rot. Vielleicht ist das auch mal eine Allergie. Vielleicht ich wusste überhaupt nicht, Katrin Bauernfeind. Ich wusste, was für eine Allergie. Ich wusste gar nicht, dass du so verliebt bist in Katrin Bauernfeind. Nee. Du hättest vorher sagen können, sprich mich auf Katrin Bauernfeind an. Oder sprich mich überhaupt nicht auf Katrin Bauernfeind an. Ja, eben, genau. Ja, wusste ich ja nicht. Sorry. Okay, also vergesst das alles, was bisher war. Mike ist total neutral. Katrin Bauernfeind wieder eingestellt. Ich nicht. Ich finde sie toll. Ich fand sie toll. Und sie war Sidekick, sehr, sehr gute Wahl, bei Harald Schmidt, Pierre M. Krause, macht immer noch, versucht immer noch bei SWR Fernsehen seit gefühlt 80 Jahren eine ganz jugendliche neue Late-Night-Show wöchentlich zu etablieren. Aber auch super Typ, war ich schon mal zu Gast, zweimal zu Gast sogar, also einmal war ganz speziell, da war irgendwie so ein Poker, was
war das noch? Roulette? Nee, irgendein so ein Special, was auch kommentiert wurde von, sag mal, die ARD-Kommentatoren. Kannst du den Bauernfan? Nein, das ist die war uns auch da. Die war uns auch ja. da. Also es, Pierre M. Krause ist schon ein ganz, ganz großartiger Moderator. Als Sidekick ein bisschen zu schade schon fast. Und dann war der Jan da, ne? Böhmi. Und das Lustige ist ja, dass Böhmermann zu der Zeit, als er Sidekick war bei Harald Schmidt, ein Haus kaufen wollte. Mhm. Und dann, seine Frau hat das irgendwie gemanagt zu der Zeit. Und dann ja, hat er halt so in die Zeitung geguckt und dachte so, oh, die Gegend gefällt mir. Und dann hat er da mal irgendwie auf die Annonce geschrieben und das war mein Haus. Ach, dein Haus? Mein Haus. Tatsächlich? Also mein Haus in Köln. Ja, hat, es zog sich dann ein bisschen hin. Es hatte aber eher Gründe auf meiner Seite, sag ich mal. Also meine Ex-Frau hat ein bisschen rumgezickt. Aber im Endeffekt, also Jan Böhmermann und seine Frau haben den längsten Atem bewiesen, wollten das, wollten das Haus unbedingt haben. Und ja, haben das dann gekauft. Also Jan Böhmermann wohnt in meinem alten Haus. In deinem alten Haus. Ja. Also willst du nicht wissen, wo das ja, ist? Ja doch, natürlich. Also das Haus, also die Adresse ist, nein, das kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Das kann ich jetzt wirklich sagen. Ich fand es nur sehr, sehr lustig, als diese ganzen Erdogan, sagst du eigentlich Erdogan oder Erdogan? Erdogan. Warum? Ja, also bin ich so, ja. Gebrieft. Das ist doch gebrieft von Haus aus. Echt? Ja. Ach so, deine Frau. Nee, nee, aber die. Nein, nein, jetzt sind wir falsch verstehen. Ne? Also deine Katrin Bauernfeind hier Katrin, zu Hause. Die Katrin. Deine persönliche Katrin. Na, also ich finde es nur, also das ging ja auch am Anfang. Also ich meine, Erdogan ist ja jetzt schon seit 20 Jahren Präsident der Türkei. Und alle haben Erdogan gesagt, weil er im Deutschen mit einem G gesprochen wird. So, dann hat man irgendwer, hat mal dann ein türkischer Sprachwissenschaftler gesagt, das geht, aber Gündoğan, Erdogan. Und dann sage ich nur, okay. Aber ich sage auch nicht zu meiner Heimatstadt Cologne oder Cologne oder Köln, das ist Köln. Und wenn der sich auf Deutsch mit G schreibt, dann ist das für mich Herr Erdogan. Ja, okay. So. Also Herr Erdogan, ja, da hat ja, ich glaube, Böhmermann hat da mal eine Nummer drüber gemacht, ne? Ja, ich glaube. Erinnerst du dich ja. nicht? Nee, dunkel kann ich mich erinnern. Dunkel, dunkel, gar ein bisschen ja. Ärger, ne? Also so. Wo wir wieder bei dunkel sind. Wo wir wieder bei, aber das ist ja sehr hell hier, das Gold von Bex. So, und da gab es ja so viel Ärger und Proteste von türkischer Seite und überhaupt bla bla bla, dass ja, las ich, Böhmi unter Polizeischutz gestellt wurde. Mhm. Und ich kann ja jetzt echt nicht die Adresse sagen, die sich übrigens auch noch geändert hat. Das ist verrückt. Wie geändert? Stell dir vor, was ist deine Hausnummer hier? War das ein Wohnwagen? Vier. Hat das Haus mitgenommen. Wahnsinn, ne? Ich habe Hausnummer 4, ja. 4, ne? So, jetzt stell dir vor, du fährst in Urlaub, vielleicht auch länger, 2-3 Monate, und plötzlich ist das Haus Nummer 10. Da sagst du doch irgendwie, was ist hier los? Bin ich im falschen Film? Habe ich schlecht geträumt? So, ich bin da zuletzt an meinem alten Haus vorbei. Das hatte, ich nenne jetzt mal nicht die richtige Hausnummer, ich sag mal, das hatte die Nummer 17. Ganz, ganz, sehr gut. Sehr gut 17, die 17 war es. Genau. So, dann komme ich da hin und dann hatte das nicht die 17, sondern die 22. Es hatte noch nicht mal eine ungerade Zahl, sondern irgendeine Fantasienummer. Ja, wie kommt das? Vielleicht, weil Böhmi Angst hatte, dass ich mal meine alte Adresse verrate und dann die Leute alle in die Straße Nummer 17 rennen und dann hat er gesagt, ey, dann sollen sie wenigstens an dem Haus vorbeirennen, weil es ist jetzt die Straße 22. Ja, okay. Ja. Auf jeden Fall habe ich mir vorgestellt, also das ist eine, muss ich so vorstellen, also hier die Straße bei dir vorm Haus ist jetzt auch nicht besonders breit. Ist nee. So eine Stichstraße. Also eine Sackgasse. Also hier Villengegend halt von diesem Ort. Ja, weil eine will neben der anderen. Ja komm, schon, freistehen. Ja, findest du? Ja, Swimmingpool hat jeder.
Gut, seit Corona wäre das nicht. Ja, genau. Ja, doch. Jeder hat einen Hund, jeder hat einen Swimmingpool. Ja, so sieht's jeder aus. Auf jeden Fall die Straße bei Diasek, die kannst du dir bei Böhmi noch enger vorstellen. Mhm. Und als wir das vorgestellt und das dann in Köln zugeparkt von beiden Seiten und dann auch noch Zivilbullen, ja, die dann das alles zuparken und dann Böhmi bewachen. Großes Kino. So, und jetzt lese ich und ich bin entsetzt, empört, traurig, wütend. Jörg Thaddäus, den ich sehr, sehr schätze. Hätte das Haus verkauft. Nee, weiß ich nicht. Nee, aber so, zuletzt noch nicht. Das hat ja eben diese heute neue Hausnummer. Ne? Ja, okay. Höre ich vielmehr. Großartiger Spiegeljournalist, sehr, sehr bekannt geworden durch die Relotius-Affäre, aber habe vorher schon immer sehr, sehr gerne seine Texte gelesen. Juan Moreno macht jetzt einen Podcast, Moreno plus eins. Mhm. Und ja, da war wer zu Gast? Jörg Thaddäus. Genau. Und da hat er sich ausgelassen. Da hat er sich ein bisschen ausgelassen. Und das fand ich schon bemerkenswert. Jörg Thaddäus, den schätze ich ja doch so ein, dass er irgendwie eigentlich mit allen gut kann. Sehr einnehmendes Wesen, sehr einnehmende Stimme. Also ich kenne kaum einen im deutschen Fernsehen und Radio. Also ich hatte mal eine sehr, sehr erfreuliche Radiosendung mit ihm. Da ging es um mein Karnevalsbuch. Und ich habe mich direkt toll mit ihm verstanden. Also so, das ist so ein Typ, da hast du das Gefühl, nach 3 Minuten mit dem, den kennst du eigentlich schon 30 Jahre und ja, hast schon irgendwie 5 Abstürze und 1000 Kneipenabende erlebt. Großartig. So einer ist Jörg Thaddäus. Und der sagt eigentlich, obwohl es um was ganz anderes geht, es geht nämlich um das ziemlich autobiografische Buch von Jörg Thaddäus, zu dem Buch befragt ihn Juan Moreno, und aber so quasi aus dem Nichts haut dann Thaddäus voll auf Böhmermann drauf und sagt, ich kenne ihn persönlich kaum, aber ich finde das, was er tut, abscheulich, weil er Leute niedermacht. Bums. Zack. Ich kann das nicht beurteilen. Guckst du Böhmermann? Ich habe ihn schon gesehen und ja, manchmal ist es schon so, aber ich... Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe das auch irgendwie schon mal in einem befreundeten Podcast Schmetterlinge im Kopf gesagt, dass ich gucke kein Fernsehen. Das hatten wir ja auch schon als Thema. Und deswegen, ich habe noch nie eine Show von Böhmermann gesehen. Nee, das ist jetzt auch nicht. Ich habe auch noch nie gesehen. Was hast du gesehen? Also bei YouTube? Genau, wahrscheinlich. Ja. Und diese Erdogan-Nummer. Nee, die kenne ich nicht. Aber kennst du nicht, okay. Ich kann mir da kein Vorteil erlauben. Ich weiß nur, das habe ich mir auch erzählen lassen, weil zu der Zeit habe ich auch schon kein Fernsehen mehr geguckt, dass wohl es mal so einen Insider-Insider-Gag gegeben hat, als Böhmermann als Sidekick bei Harald Schmidt war. Mhm. Und Harald Schmidt fragt Böhmermann, natürlich wissend, dass der jetzt in meinem Haus wohnt, und wie geht's denn in deinem neuen Haus? Und Böhmermann sagt, ach ja, riecht noch ein bisschen nach alten Wanderstiefeln und Bier. Aber sonst alles okay. Ich weiß nicht, was er damit gemeint hat. Ja, keine Ahnung. Ja. Um jetzt das Thema. Ja, ja, wie kommt der Thaddäus jetzt überhaupt drauf? Er kommt eigentlich. Die haben ja auch mal so zusammen was gemacht. Die haben ja auch, ich glaube, 2017 den Grimme-Preis erhalten zusammen. Ja, zusammen, ehrlich? Ja, ich meine. Für was denn? Also haben sie denn zufällig im gleichen Jahr... Oder vielleicht haben beide einen bekommen? Ich glaube auch eher, dass die... Da müsste ich nochmal nachgucken. Also ich glaube, Besties sind das nicht, wie man heutzutage so sagt. Also meine... Ja. Unsere Töchter sind ja quasi gleich alt. Sagt die auch, ey, Bestie? Ja, manchmal. Ich verstehe manchmal meine eigene Tochter nicht. Ja, das ist echt... Kennst du? Ja, es sind ja 2 Generationen mittlerweile dazwischen. Wahnsinn. Also Besties sind das, glaube ich, nicht, Thaddäus und Böhmermann. Thaddäus wollte das, glaube ich, einfach loswerden, weil er... Also er hat das auch belegt, eben wie Böhmermann so Kampagnen fährt, ja, zum Beispiel gegen Hendrik Steeg, so in der Pandemiezeit, was für ein grauenhafter Mensch das ist, und Dieter Nuhr sollte man mal die Fresse polieren und anscheinend, ich kann es nicht beurteilen, hat
Bömi, ein paar Feindbilder. Und da kommt vielleicht, und da sind wir wieder bei dem Bier von heute, so ein bisschen bei ihm der Polizistensohn raus. Ne? Er ist ja Sohn eines Polizisten. Ja, wusste ich nicht. Aus Bremen. Und das ist so immer, dass Bömi so ein bisschen so das latente Blaulicht hat. Ne? Oh, ich habe wieder was entdeckt. Ne? Mach dich doch einfach locker. Aber ich kann es, wie gesagt, nicht beurteilen. Ich wollte nur zu dem Thema Sidekicks noch sagen. Das war ja dann das Spannende, als ich dann doch so einen, ja, also zumindest diese Kombi, Andrak Schmidt als Sidekick, doch erfolgreich war. Ne? Also zumindest dich als Fan, also habe ich bekommen. Die, ne? Ich fand die Kombination Weltklasse, tatsächlich Weltklasse. Und ja, was ist? Und ja, weiter. Das war davor schlechter und danach auch schlechter. Also du warst der geborene Sidekick. Danke. Jetzt ja, eine Gedenkminute für diesen Satz. Nein, der Witz ist aber, dass dann irgendwann Harald Schmidt zu mir kam und sagte, ich weiß gar nicht, warum die dich im Feuilleton und überhaupt so bejubeln. Also ich meine, so lustig ist das ja jetzt noch nicht, was du da sagst. Ich hingegen, sagt Harald Schmidt, wäre ja ein viel, viel lustigerer Sidekick. Ja. Und das hat er ernst gemeint. Also, ja, das glaube ich. Er war, glaube ich, auch so ein bisschen, ich meine, das war ja auch anstrengend, das Konzept, was ich war ja eben nicht nur Sidekick, ich war ja der Redaktionsleiter, so eine Art verkappter Chefautor. Und das, was ich ihm jeden Abend zugemutet habe, war ja eine, so ein bisschen, ne, so eine ganz latente Struktur, haben wir ja in der ersten Folge darüber gesprochen. Also nur grobe Absprachen und dann hier, mach mal 50 Minuten Improvisation. Und das ist ja anstrengend. Das glaube ich. Das ist, ne, also da hat mal irgendwie ganz bedeutender Theaterintendant Matthias Hartmann gesagt, ey, da probe ich 6 Wochen und mit Schauspielern, damit ich irgendwie so eine Art von Authentizität und Spontanität hinbekomme auf der Theaterbühne. Das haut ihr jeden Tag raus. Ja, das jeden ist Tag. Wirklich, also und das ist natürlich auch anstrengend. Also, ne, und ich habe ja nur gesagt, hier Harald, mach mal. Und klar, wenn er mich angesprochen hat, habe ich eine Antwort gegeben, aber ich musste ja nicht performen. Ich musste ja nicht da vorne stehen. Und ich glaube, das hat ihn irgendwann. Das ist ja im Prinzip die Aufgabe von dem Sidekick auch, ne? Richtig, richtig. Aber eben, das war vielleicht auch so ein bisschen der Webfehler. Also das war, was die Leute schon großartig fanden, diese Improvisationsnummer ständig. Aber vielleicht auf Dauer nicht durchzuhalten. Ne? Weil natürlich auch in diesen amerikanischen Late-Night-Shows ein Riesenteam von 30 Autoren oder so, dann diesen Teppich webt, auf dem der Moderator sitzt und der kann dann mit dem Sidekick ein bisschen improvisieren, aber den Moderator schon fast ausschließlich auf, findest du es langweilig? Nee. Ich Mike hat gerade gegähnt. Das Mike hat gerade, nein, das wird definitiv nicht rausgeschnitten. Definitiv nicht rausgeschnitten. Aber man muss auch sagen, Mike hat einen sehr, sehr anstrengenden Job als Baseballtrainer. Du standst auch heute Morgen um 6 schon auf dem Platz, vielleicht, oder? Vielleicht schneide ich die Katrin raus. Komm, von wegen. Ja, ihr könnt es auf dem Timetable sehen. Ja? 4 Uhr aufstehen, 5 Uhr Frühstück und 6 Uhr schon auf dem Platz. So das, mein ja, genau. Und dann mit Ablauf, mit, dann geht's durch. Dann hast du erstmal die Jugendmannschaft, genau, und die Kamateure, ja, und dann geht's dann. Ja. ja, auf jeden Fall, Harald hatte den ganz, ganz intensiven Wunsch, lustigerweise Sidekick zu werden anstelle des Sidekicks. Er hat sich das so schön vorgestellt. Ist das verrückt? Ach, dann sitze ich mal so in der Show und dann schaukel ich mir die Eier und da vorne muss ich eine abmühen und dann bringe ich so 5 Sprüche und das sind die besten Sprüche. Die sind der Hammer. Da klebt der Senf an der Decke und die Leute irgendwie bepinkeln sich vor Lachen und ich werde der beste Sidekick der Welt. So, und das bitte, Mike, behalt im Hinterkopf zum Thema Oliver Pocher. Ja. Ja. Ganz, 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 ganz entscheidendes Element, um Oliver Pocher einzustellen als Co-Moderator. Aber das hat eben auch Harald
dazu verführt, so Sachen zu machen wie Waldi und Harry. Hast du das jemals gesehen? Ja, Waldi und Harry kenne ich noch. Die waren aber auch speziell. Die waren sehr speziell. Also muss man dazu sagen, für die jüngeren Zuschauer, Waldemar Hartmann, genau, ein, wie soll man jetzt sagen, ohne ihn zu beleidigen, also ein, ja, ein leicht aufgedunsener, also so wie ich heute, also Weizenbier trinkender. Ein Weizenbier trinkender, da ist er ja weltberühmt geworden, genau, ja, zumindest Deutschland berühmt mit seinem berühmten Interview, Wut-Interview mit Rudi Völler nach einem, das, ich glaube, es war ein Unentschieden, 0-0 in Island. Ja, das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber ich kann mich noch an das Interview gut erinnern. Ja, also da saß dann Rudi als Nationaltrainer 2003 oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall Qualifikationsspiel für eine EM, WM in Island, 0-0, völlig enttäuschend, damals waren die Isländer noch nicht diese Weltnation wie heute. Aber ja, also völlig enttäuscht für die deutsche Nationalmannschaft und weil die Hartmann, der so ein bisschen keinen Sprachfehler hatte oder so ein Überblick, keine Ahnung, er lebt noch, ne? Also, ja, hat er. Aber er praktiziert nicht mehr, also er ist nicht mehr praktizierender Moderator sozusagen. Auf jeden Fall, Waldi Hartmann, hat dann so mal so eine halbkritische Frage gestellt, also für richtig kritische Fragen war er nicht so bekannt. Wie ist überhaupt auf diese Idee gekommen? Das ist ja verrückt, ne? Was denn? Den Waldemar Hartmann hier. Überhaupt? Ja. Die Kamera zu setzen? Genau. Da kennst du, glaube ich, den Bayer schon schlecht, oder? Und die Proports, keine Ahnung. So, und dann sitzen, ich weiß auch noch, der saß auch immer in so einem, zumindest damals, später haben ja dann die Moderatoren, eigentlich bis heute, stehen die ja dann auf irgendwelchen Stehpulten oder am Spielfeldrand, ne? Aber der hat dann da auch, ich glaube, so extra Waldemar-Hartmann-Sessel anschaffen lassen. Ja, ja, genau, das ist alles so ein bisschen so ungefähr, ernst genommen, so halb drin gelegen. Wie eine Wurst. Und Rudi Völler aufrecht. Und so, da hat Waldemar-Hartmann, wie gesagt, nicht bekannt für sehr kritische Fragen, aber so eine halbkritische Frage gestellt. Und da ist wirklich Völler so rot geworden, wie du gerade bei dem Thema. Bei der Kasse. Bauernfeind, ja. Oder war es schon letzte Folge? Nee, es war diese. Aber diese. Wir kommen durcheinander. Wir zeichnen jeden Abend. Wir haben jetzt schon 10 Folgen. Wir haben jetzt schon das Waldemar Hartmann Phänomen. Genau. Ja, also übrigens auch ein sehr begeisterter Wodka-Trinker. Ja. Habe ich mir sagen lassen. Damals. Ja. Also wie gesagt, da sitzt dann Rudi Völler und rastet völlig aus und sagt, ja, du trinkst hier deine 3 Weizen, genau, ja, vorm Spiel und ja, und glaubst hier irgendwie beurteilen zu können, wie dieser und jener spielt und was der Trainer falsch macht. Großartig. Also wirklich in der Reihe der Trainer Wutreden ganz knapp hinter Trapattoni Flasche leer. Ja. Und er hatte ja recht und mit diesen 3 Weizen wahrscheinlich noch untertrieben. Ne? Also, ja, wahrscheinlich. Natürlich hat sich Waldi erstmal vor und während des Spiels 10 Weizen reingehauen. Und, ja. So, auf jeden Fall ist dann, als Harald bei seiner alten Mutter, wir hatten gerade Muttertag, also deswegen bei seiner alten Mutter. Wie kommst du jetzt auf Mutter? Na, Mutter ARD, also bei seiner, ach so, Mutter, bei seiner Heimat WDR ARD. Also, als er da dann angekommen war, mit, ab 2005, ja, 2005, da hat er dann irgendwie, als das dann nicht aufhörte mit diesem, ich will mal Sidekick sein, hat er wirklich diese irre Idee gehabt und sich quasi aufgedrängt als Sidekick von Waldemar Hartmann bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin. Und da gibt es bei YouTube ein sehr, sehr denkwürdiges Ding. Das habe ich heute erst bei der Vorbereitung. Also ich habe einfach mal Waldi und Harry gegoogelt. Da gibt es ganz peinliche Sachen. Also Harry, also mein Chef Harald Schmidt, der große Harald Schmidt, nennt sich da wieder Harry, sitzt an einem Tisch, der noch kleiner und beschissener ist als meiner in der Harald Schmidt-Show. Statt der unserer hier. Nein, kleiner noch, kleiner noch, kleiner noch.
das musst du dir ja vorstellen, das war natürlich irgendwie eigentlich Sportberichterstattung. Ja, unsere Biathlon-Stars, Slalom-Stars, keine Ahnung was. Ja. Und da wurde jetzt plötzlich so eine Art Late Night draus. Ne? Mit dem Late Night-Moderator Waldemar Hartmann und seinem Late-Night-Sidekick Harald Schmidt. Und Harald hatte wirklich einen Schreibtisch, der noch kleiner ist als hier dieser, aber er konnte immerhin allein dran setzen, wir sitzen jetzt zwei dran. Und da waren ganz, 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 ganz schlimme Sachen dabei. Ich habe das, ehrlich gesagt, auch damals, da ging schon meine Fernsehunlust los, nicht live gesehen. Habe aber bei YouTube einfach ein großartiges Ding gefunden. Ich lese jetzt erstmal, noch nicht abspielen. Ich mach nichts. Hände hoch. Hände hoch. Wow. Ich lese jetzt erstmal vor, was bei YouTube, also man sollte auch manchmal bei YouTube einfach erstmal den Text lesen, ja. weil das erhöht die Vorfreude. Verstehst du? Ja. Das erhöht die Vorfreude. Dann lese mal, was gibt's denn? So, also die, das ist eben der Text zu diesem Ding, was ihr gerade gleich hört. Harald Schmidt, Waldemar Hartmann, Markus Wasmeier, Georg Hackel und Katharina Witt scheitern grandios mit einem möglicherweise unterprobten Musikbeitrag, Klammer auf, dessen wahre Identität mit bestem Willen nicht zu erkennen ist, Klammer zu. Live-Übertragung der ARD im Rahmen der Olympischen Winterspiele 2006 in Turin. Ich weiß nicht irgendwie, wer das ins Netz gestellt hat und wer... keine Ahnung, kann man ja wahrscheinlich da lesen, aber dieses Wort unterprobt, finde ich sehr schön. Sehr gut, ja. Ich finde auch, unser Podcast ist manchmal unterprobt. Ja, das macht überhaupt nichts. Aber Hauptsache, er ist nicht unterhopft. Genau. Unterhopft ist er auf keinen Fall. Prost. Hauptsache. So, ich würde sagen, hören wir rein, ne? Und gnädiger Regisseur sollte jetzt den Abspann losfahren. Liebe Zuschauer, wir spielen hier für das Deutsche Haus. Wir geben eine Nachtgala, werden das aufzeichnen und Ihnen in den nächsten Tagen zeigen. Wir danken uns für Ihr Interesse. Wir danken uns für Ihr Interesse. Ja? Ja. Oh, ich danke dir. Dankeschön, bis morgen Abend. Abspann! Ja, also ich... Aber da auch schon weite Bierhatte... mehrere, glaube ich. Also das ist, das geht so ein bisschen unter da bei dem Ausschnitt im Anfangsapplaus. Da fordert schon, also quasi flehend minutenlang, weil Harald natürlich als Showprofi merkt, wie diese ganze Aktion in die Grütze geht. Ja, jetzt könntest du mal den Abspann abfahren. Jetzt könnte die Regie mal den Abspann abfahren. Ne? Und irgendwann schreit er nur Abspann. Ne? Er hat es so gehasst und es war natürlich... Nachdem und ohne mich loben zu wollen, ja, jahrzehntelangen professionellen Abläufen und ne, dem geprobt ungeprobten, ja, also man kann ja mal was spontan machen, aber dann sollte es zumindest eine Linie haben, ne, irgendwo ja. Hinführen und das war halt einfach nur noch einfach Panik und wenn ihr euch das bei YouTube anguckt, dieses großartige Quintett, Wasmeier, die geile Kati und der geile Schorsch und der noch geilere Waldi. Das ist echt... Waldi und Harry. Ja? Waldi und Harry, ja. Und das ihn wohl nicht so ganz hingehauen mit seinen... keine Ahnung, vielleicht war es auch seine Erfüllung als Sidekick. Aber zu der Zeit hatte er ja schon sich einen anderen Sidekick-Wunsch erfüllt. Also als einen, der sich so, wo er sich so ein bisschen mal zurücklehnen konnte, der mal halt auch ein paar Gags macht, ohne dass er vorne an der Bühnenkante steht. Aber das war ihm ja auch wieder nicht recht. Nee. Ja, und war damit kommt eine gute Idee. Und damit kommen wir zum Lord Voldemort. Der Harald Schmidt schon. Der Harald Schmidt zu ihm. Und genau. Darüber reden wir das nächste Mal. Ja, würde ich sagen. Okay, seid uns wieder gewogen. Das nächste Mal geht's. Bleibt uns gewogen. Was habe ich gesagt? Weiß ich nicht. Egal. Zementier uns gewogen. Und naja. Mike, es war wieder wunderbar. Ja, war mir eine Ehre. Das nächste Mal reden wir über Oliver Pocher. Ich kann schon mal spoilern. So schlecht
war der Junge gar nicht. Aber, naja, egal. Ja, Geschmackssache, ne? So sieht's aus. Ja, dann. Das war's wieder. About Schmidt Show. Mit Antrag. Und neu. Dann.